Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu Folge, lass mich lügen, 5 vom Let's Play The Order 1886. Ach, hier durch, okay. Wir schleichen uns gerade nach Whitechapel, was auch immer das ist, wer auch immer das ist, wo auch immer das ist. Oh. Haha. Oh, falsche Taste. Drücki, drücki, drücki. Au, das tut weh. Und der Franzose steht nur daneben. Würde ich nicht sagen. In einem Gebiet, wo ein Serienmörder, ich gehe davon aus, dass Jack the Ripper gemeint ist, rumläuft und Lykaner und noch Rebellen Krieg anzetteln wollen. Nicht sicher. Gar nicht sicher. Halte L2 gerückt, um den Luftzylinder anzutreiben. Also. Und dann schließt Zylinder frei zu liegen. Okay. Und rotiere R langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Drücke dann R2, um den Zylinder zu aktivieren. Ist jetzt gerade ein bisschen unspannend, weil ihr nicht seht, was ich mache. Aber im Endeffekt drehe ich nur den rechten Stick auf eine bestimmte Position, wo eben der Controller dann anders vibriert als vorher und schießt dann, um die Tür zu öffnen. Also hake den Stick, wollte ich gerade sagen, ein. Macht jetzt nicht wirklich was aus, da ich sowieso nicht schießen darf. Ah, notgeile Sau. War lustig, dass beide hier noch Messer auf oder Schwerter sowas auf dem Rücken haben. Die interessieren keinen. Hallo, mein Schneckchen. Zelda. Die spielt hier also auch mit. Und Link kommt gleich rennen. Hallo, mein Schneckchen. Kann ich eine Runde spielen? Was ist das für ein Ding? Ist das ein Tuch oder so? Keine Ahnung. Drehen bringt offensichtlich nicht. Nichts. Da hoch geht's nicht. Dann gehe ich halt hier hoch. Lese ich aber nicht alles durch. Ich sag bloß, er ist schon wieder am Flirten.
eine von den Damen. Wie geil ist das denn? Zumindest wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ich will jetzt nicht die Jugend überfordern, aber okay, da soll ich nicht mit rein. Ist auch zu. Hey! Wir wollen halt zusammen ein bisschen Spaß haben. Dicke. Ich dachte, da sind Waffen verboten drin. Oh ja. Okay, das war zu langsam. Ich fange jetzt schon mal an. Das ist ja nicht mal zensiert. Pfui! Pillemann. Immer gut gelaunt, der hat einen Pillemann. Manchmal, ja, da schaut er sich einen Pille dran. Ran an seinen kleinen Pillemann. Übrigens gerade geraten, dass ich hin muss. Aber scheint ja richtig zu sein. Ich hoffe, ich kann nichts hier falsch drücken. Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Kommt der Franzose eigentlich mit? Sehen zumindest nicht. Drinnen. Was dich jetzt Wespen lässt. Hat die Aussprache Stand die durchfällt. Nach wem? Umkreisel. Hier noch was, ne? Aue. Gehen wir da mal rein, mal gucken, ob auch keiner guckt. Fuck. Okay, das mit dem von Deckung zu Deckung ist irgendwie sicher. Nicht so gut gerade. Da ich mal vorher nach lieber. So, wieder ab zu der Kleinen. Oh, der sprintet auch plötzlich wieder unerlässlich. Das ist voll komisch. Oh, behalte ich das Ding oder nehme ich ein MG? Ich glaube, ich nehme einfach das Kleine. Man muss ein bisschen Vielfalt in die Waffen reinbringen, die wir nutzen, ne?
und plötzlich kann ich gar nicht mehr laufen jetzt. Im Kampf rennt er, als wenn er Geld dafür kriegen würde. Und wenn nichts los ist, dann muss ich jedes Mal bei jedem kleinen Schritt auf Sprinten drücken. Verstehe das, wer will. Was auch immer das gerade hieß. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Sie haben auch nicht für weitere Ruhe sorgen. Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Dein Leben. Los! Hey, eine Deckungsshooter-Passage. Kämpfe dich durch den Hinterhalt der Rebellen. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen die Scharfschützen ausschalten. Aue. Muss nachladen. Rebell erledigt. Ach, ich bin so ein guter Schütze. Das ist schon fast unheimlich. Sind der? Aue! Deckung bitte, danke. Ich auch. Ich stehe unter Beschuss. Aue! Wo ist diese Flasche, mit der man sich heilen kann, die man vorhin bei der Tussi gesehen hat? Die will ich auch haben. Wird auf jeden Fall einiges beschleunigen. Aue! Sackgesicht. Ich weiß, dass der da ist, aber... Aue! Zielt halt immer schon vorher, wie soll ich denn dagegen ankommen? Fuck. Alter! Wie assi ist das denn bitte? Der schießt ja nicht mal versehentlich, also nicht mal, wenn ich mich so vorher rauslehne. Ich muss mich ja immer einmal treffen lassen von ihm. Die Waffe genommen, weil ich dachte, die wäre präziser, aber... Oder hätte mehr Bums mit einem Schuss drin. Um die Schwarzsicht zu aktivieren, wenn die Anzeige verfügbar ist. Und wo sehe ich das? Achso, okay, das ist dieser Bonus, den ich vorhin beim Break-In gesehen hatte. Oui, mon monsieur. Natürlich. Baguette, Baguette. Achso, hier. Da sehe ich nix. Achso, da geht es gar nicht mehr weiter. Dann... Das ist ein richtiges Scharfschützengewehr. So wollen wir das haben, mein Freund. Leider kann ich nicht MG und Scharfschützengewehr tragen. Oh,
habe ich die Bücher gemacht. Schade, schade, schade. Ich habe nichts gesehen. Deck, bück dich doch da an die Deckung, meine ich. Fuck, eine Munition mehr für die Waffe. Oder fast keine. Dann wechsle ich halt. So will ich das haben. Ein Schuss, bumm, tot. Wir müssen weiter. Wobei ich jetzt ziemlich gearscht bin, wenn jetzt ein Lykaner kommt. Achso. Ich dachte schon. Durch das Gebäude. Und wenn ich denke, dann ist sowieso schon vorbei. Ich dachte schon, die greifen jetzt wieder an. Zack, Schuss, tot. Nee, nicht, doch nicht tot. Rebellen neutralisiert. Gebäude. Ja. Ah, es macht Bumm. Es war nicht ohne. Gibt da doch noch was? Nee. Da ist noch einer. Echt, nicht bei der Bumm. Gleich ein kleines Munitionsproblem, glaube ich. Ach ja, das glaube ich anwerben müssen, oder wie das Ding heißt. Der Franzosen. Der war's nicht. Blindenschütze erledigt. Monsieur, bekämpfen Sie am Boden. Ach, hier habe ich wieder neue Scharfschütze-Munition. Da ist keiner, schade. Rebellen neutralisiert. Klar, dass es nicht mehr gereicht hat. Na komm, put, put, put. Aua! Jetzt schon wieder hin. Da. Ey, das ist so eine beschissene Kameraposition hier gerade. Wie soll ich dann da irgendwas sehen, ohne mich rauszulehnen? Kämpfe dich durch den Hinterhalt. Ja.
Was eigentlich der Franzose schon wieder? Ich glaube, das habe ich eben schon mal gefragt, aber what the fuck? Der hat schon aufgegeben. Ziel erledigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gegnerwellen hier gar nicht mehr aufhören. Deckung bitte. Au. Gesundheit zu regenerieren. Alter Verfalter. Ernsthaft, der rollt sich über die Granate und wird deswegen nicht von der Granate getroffen. Feind erledigt. Da oben war noch einer. Ich glaube, die kommen echt unendlich nach. Aber ich versuche hier durchzulaufen. Kriege ich einfach eine Mütze. Alter Falter. Batz. Ah, sieht schon tot aus. Ah, du Sack. Ausgeht. Okay, war doch nicht endlos Wellen, weil der Franzose, wo auch immer der ist gerade, hat er eben schon gesagt, denen gehen die Leute aus. Also müsste ich es bald geschafft haben. Wir müssen weiter und von der Straße. Aber eine neue Sekundärwaffe wäre schon mal nicht schlecht. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder vorbei. ja, das war Folge, ich glaube 6 von Let's Play Destiny, wollte ich gerade sagen. Let's Play The Order 1886. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Beisen.